Ja, also meine Woche hat nicht so gut angefangen. Ich hatte einen ziemlichen Tiefpunkt. Also ich bin ehrlich, ich bin absolut kein großer Fan von Unterwasser sein und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine große Überwindung für mich und eine sehr große Herausforderung. Ich habe das Gefühl, der heutige Tag war irgendwie so ein Auf und Ab, so die ganze Zeit. Also es ging irgendwie bergauf, weil ich ganz gut war, aber es war irgendwie so ein kleines Down, weil du... Ich finde, irgendwie war der ganze Tag richtig down. Also die ganze Stimmung war komplett im Arsch seit gestern. Ich bin heute nicht so gut drauf und auch mit dem Unterwassershooting jetzt habe ich auch ziemlich Angst vor. Es gibt tatsächlich nicht so viele Sachen, bevor ich Angst habe, aber unter Wasser fühle ich mich einfach nicht so wohl. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das gleich schaffen soll. Aber ja, ich versuche einfach, das professionell zu überspielen und dann hoffentlich kommt ein Foto heute bei rum. Ist heute schon sehr viel Druck auf mir. Ich glaube, so nervös war ich noch nie vor einem Shooting. Also ist schon schlimm heute. So geil, es war aber, glaube ich, auch alles ein bisschen viel. So erst diese Niederlage, also diese Enttäuschung mit Tiesto und dem Club und so. Und das kam dann alles irgendwie zusammen. Und das hat sich dann halt auch auf den Tag so ausgewirkt. Also ich persönlich habe Selma noch nie so krass erlebt, dass sie halt wirklich so unfassbar traurig war. Meine Aufgabe als Selmas Freundin ist natürlich, sie zu trösten. Es ist schon neu zu sehen, dass diese Party sie so getroffen hat, also dass sie nicht dabei sein konnte, dass sie heute noch so down ist. Weil eigentlich ist sie immer von alleine wieder, von 0 auf 100, fängt sie wieder an, richtig ja, energievoll unterwegs zu sein. Aber ich muss sagen, es liegt nicht an dieser Party, sondern es liegt an dem Unterwassershooting. Und jetzt. Gesicht, Selma. Oh. Also ich glaube, das ist nicht so einfach für sie heute, das zu hören, nicht Selma, ne? Weil jede Woche bekommt sie Lob. Räumt einen Job nach dem nächsten ab. Selma ist mal an ihre Grenze gekommen heute auch, ne? Ich kenne das auch selber, wenn ich dann eine Weile richtig gut war und es nur so kannte, wenn ich dann einmal ein schlechtes Shooting oder einen schlechten Walk hatte, dann ist es so, als würde man so abgebremst werden. Dann ist es so. Einfach so, als würdest du gegen eine Wand fahren, weißt du? Ja, richtig so. Ja, an sich ist es so, ab dem Moment hat es wirklich mit der Denkensweise zu tun und wie deine Einstellung ist. So, zum Beispiel heute kann ich auch nicht sagen, dass ich zu den Besten gehört habe. Ich bin einfach nur da, um sie zu trösten und ihr ein bisschen Mut zu machen, damit sie dann beim Walk vielleicht noch wieder, also viel besser drauf ist, um da zu punkten, damit sie dann noch eine Runde weiterkommt. Also ich meine, das bist ja auch nicht du. Also ich wollte jetzt sagen, so nicht den Kopf in den Sand stecken, aber das machst du ja eh nicht, so weißt du. Ich würde einfach, keine Ahnung, mach dir nicht so einen Kopf, auch wenn das so sich so kacke anhört. Aber es bringt nichts. So, ich würde einfach auf den Elimination-Tag warten und dann schauen, was die Aufgabe ist. Und dann können wir uns gemeinsam aufregen und dann durchziehen. Dann musst du nicht denken, so, oh scheiße, ich hatte ja so ein scheiß Shooting und jetzt kommt noch sowas, sondern es geht dann nur um den Walk. Und wenn du dich nur darauf fokussierst und denkst, okay, jetzt fange ich nochmal von null an heute und mit deiner eigenen Ausstrahlung und Positivität, die du dann hast, weil diese Tage hier, die müssen dann vergessen werden, dann kannst du vielleicht nochmal richtig punkten, wo Heidi dann sagen kann, ey, ganz ehrlich, damit können wir noch arbeiten. Ja, ich würde schon sagen, dass ich gerade in so ein emotionales Loch gefallen bin. Ich bin gerade so am Tiefpunkt hier und ich bin aber ziemlich optimistisch und weiß, dass ich da auch wieder rauskomme. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Dauerzustand bei dir wäre. So. Also du hast jetzt ein Shooting verpatzt, aber normalerweise sind gerade Shootings deine krasse Stärke. So.
Also wenn ich mal in so einem Tiefpunkt bin, dann ist mir ganz wichtig, dass ich Menschen um mich herum habe, an die ich mich wenden kann. Und dann ist mir ganz wichtig, dass ich viel mit Ida und Vivian zum Beispiel darüber rede und dass sie mich da auf jeden Fall, die beiden auch unterstützen. Ich genieße das jetzt total, auch mit Vivian und Ida zusammen zu sein. Und ja, die helfen mir auf jeden Fall auch sehr. Und ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall aus diesem Tiefpunkt wieder rauskomme. Und ja, dann kletter ich hoffentlich wieder nach oben. Selma, ich glaube, du wusstest, dass du heute richtig abliefern musst. Ja, ich stand sehr unter Druck, bin ich ehrlich. Also Selma, ich muss sagen, du läufst richtig modern und richtig cool. Wirklich? Und super einzigartig. Einfach schön, es macht Spaß, dir zuzuschauen, wie du läufst, und ich kann eigentlich nur Positives von mir geben. Wirklich. Das bedeutet mir echt viel, danke. Ja, deine Endpose war super oben auf dem Truck. Fand ich auch. Ja? Mhm. Du warst mit einer von den Besten, auf jeden Fall. Ja, voll gut. So, es war wirklich eng für mich so. Und jetzt krass. Oh, Junge, geil. So eine Erleichterung. Ich will nie wieder so zittern. Das war echt schlimm. Das war so schlimm. Ich bin super glücklich. Also es war wirklich sehr krankes Leiden die letzten Tage so. Und jetzt ja, bin ich sehr stolz, dass ich es heute noch umreißen konnte.